Frankreich hat damit begonnen, seine Landsleute aus dem westafrikanischen Land Niger auszufliegen. Rund 600 sollen sich dort befinden. Ende vergangener Woche war in dem Land Präsident Mohamed Bazoum vom Militär abgesetzt worden. Getreue der neuen Machthaber drangen kurz darauf in die französische Botschaft ein. Nous avons clairement affirmé notre soutien à toutes les mesures adoptées par la CEDEAO lors de son sommet du 31 juillet en réponse au coup de force. Mais jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune demande de la CEDEAO. Donc si toutefois nous recevions une demande, nous l'examinerions dans le but de définir la meilleure façon de respecter les engagements politiques que nous avons pris. Die neuen Machthaber behaupten, Frankreich wolle militärisch im Niger eingreifen, was von Außenministerin Catherine Colonna zurückgewiesen wurde. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Mahamat Idriss Déby, Übergangspräsident des Tschad, selbst an der Spitze eines Militärregimes und Verbündeter Frankreichs, leitete Vermittlungsversuche ein, sprach mit Vertretern der neuen Machthaber und besuchte den unter Hausarrest stehenden Bazoum.